Das ist mein letzter Versuch. Dann will ich nicht mehr. Das bekomme ich von meinen Frauen öfter zu hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dein spätes Mutterglück. Mein Name ist Gössinghoff, Dr. Heidi Gössinghoff. Ich bin Frauenärztin und Kinderwunschexpertin. Mit dieser Videoreihe möchte ich dir helfen, schneller schwanger zu werden. Frau Doktor, ich kann nicht mehr. Das ist jetzt wirklich der letzte Versuch, den ich unternehme, um schwanger zu werden. Nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hier kannst du deine eigene Zahl einsetzen und deine eigene, ja, dein eigenes Ereignis, IVF-Behandlung oder Jahre, möchte ich jetzt keinen weiteren Versuch mehr machen. Oder ich habe nur noch einen Embryo eingefroren, da muss ich halt schauen, was dann passiert. Oder unsere Ehe leidet so darunter, wenn ich noch einen Versuch mache, dann lässt sich mein Mann scheiden. Oder mit dem Geburtstag habe ich mir vorgenommen, ich mache nichts mehr. Oder jetzt sind die finanziellen Mittel am Ende. Auch das ist mal ein Grund. Kannst du dich irgendwo in diesen Sätzen wiederfinden? Kennst du das auch, dass du jetzt denkst, okay, jetzt noch einen Versuch. Noch einmal. Dafür gebe ich auch alles. Aber dann ist bitte Schluss. Ich kann das gut verstehen, weil so eine Kinderwunschbehandlung, die geht ziemlich an die Substanz. Nicht nur, dass sie viel Geld und viel Zeit kostet, auch die Behandlung ist ja auch immer mit ganz viel Hoch und Tief verbunden, auch mit Schmerzen mal, mit vielen Enttäuschungen. Und du bist die ganze Zeit immer nur mit einem Auge so auf deine Schwangerschaft am Schielen. Du gönnst dir keinen Wein mehr abends, du versuchst dich gesund und ausgewogen zu ernähren. Du bist immer mit einem schlechten Gewissen behaftet, wenn du irgendwas machst, was deinem Kinderwunsch eventuell nicht gut tut. Du möchtest mal wieder normal leben, nicht mehr vor jeder Periode zittern, nicht mehr von Periode zu Periode leben, nicht mehr nur Verkehr nach Plan haben, sondern einfach mal ganz normal wieder leben, ohne schlechtes Gewissen. Deshalb hast du dir vorgenommen, nach diesem Versuch ist Schluss. Aber für diesen einen Versuch möchtest du nochmal alles geben, was du wirklich tun kannst, um schwanger zu werden. Und dafür habe ich zum Beispiel auch das 8-Wochen-Coaching entwickelt. Denn ich kann das sehr gut verstehen und ich möchte dir helfen, diesen letzten Versuch wirklich optimal zu gestalten. In dem 8-Wochen-Coaching kriegst du dafür von mir ganz, ganz viele Tipps, die du gut umsetzen kannst. Eine kleine Kostprobe dafür oder davon habe ich dir jetzt schon mal mitgebracht. Stress, lass nach. Diese kämpferische Einstellung, ich versuche noch mal alles. Die finde ich ja klasse, aber irgendwo macht sie ja auch Stress, oder? Und diese ganze Behandlung, wenn man weiß, okay, danach ist Schluss, das macht ja dann auch nochmal so eine richtige Anspannung. Deshalb, du brauchst einen Ausgleich. Du brauchst etwas, was dich wieder erdet, was dich wieder runterbringt, wo du wieder so ein bisschen auf Normalmaß zurückkommst. Ein Hobby zum Beispiel wäre super. Wenn du ein Hobby hast, was dich erdet, was dich wieder ruhiger werden lässt, malen, töpfern, was weiß ich, Bücher lesen, dann hilft das sehr. Ich habe zum Beispiel früher in den Prüfungsphasen immer gestrickt. Dieses monotone Geklapper der Nadeln, das hat mich wahnsinnig gut runtergebracht. Und am Ende des Tages hatte ich nach 4 Wochen einen neuen Pullover. Als Studentin nicht der schlechteste Deal. Heute gehe ich in den Keller, da habe ich mein Studium und mache Blogs und Videos. Und wenn die dir da noch gefallen, haben die nicht nur mich geerdet, sondern eben auch noch Sinn gestiftet. Ich habe hier so ein kleines Tierchen, das fliegt dann ab und zu mal vor der Kamera rum. Das müssen wir jetzt einfach mal hinnehmen. Etwas anderes, was du noch tun kannst, um dann eben auch entsprechend wieder auf den Boden der Tatsachen zu kommen, ist Yoga. Yoga bringt dich sanft zurück in die Realität und lässt dich super entspannen. Und du kannst Yoga auch zyklusgerecht machen. Julia Glesti, die ja sehr viel Yoga-Kurse anbietet und auch selbst einen Videokanal hat, hat mir 2 Videosequenzen für das 8-Wochen-Coaching geschenkt. Eine für die erste Hälfte, eine für die zweite Hälfte. Wenn du sagst, Yoga ist sowieso was für mich und ich wollte schon immer mal Yoga machen, auch um die Schwangerschaft so ein bisschen vorzubereiten, dann schau doch mal bei Storchgeflüster nach. Auch da ist Julia vertreten, da gibt es einen super Yoga-Kurs. Und mit dem Code Heidi sparst du noch 10 Euro. Also das ist doch gleich zweimal entspannt, oder? Aber Yoga hat noch einen anderen Vorteil. Yoga sorgt für eine gute Beckendurchblutung. Eine gute Beckendurchblutung macht auch eine gute Durchblutung deiner Gebärmutter. Und eine gute Gebärmutterdurchblutung macht eine gute Durchblutung deiner Gebärmutterschleimhaut.
Ist deine Gebärmutterschleimhaut gut durchblutet, kommen die Nährstoffe überall hin. Und dein Embryo fällt auf ein gut vorbereitetes Bett und wird optimal versorgt. Also nicht nur die Entspannung, sondern auch, dass dein Becken gut durchblutet wird, ist ein großes Plus vom Yoga. Im 8-Wochen-Coaching habe ich noch viele andere Tipps zum Thema Stressabbau und Entspannung. Lass dich da einfach mal überraschen. Ein anderer Tipp ist eine optimale Versorgung mit Nährstoffen. Du solltest dich vitalstoffreich, vitaminreich und ballaststoffreich ernähren. Das ist gut für deine Darmflora und für deine Gesundheit. Wenn du Lebensmittel einkaufst, dann sorge dafür, dass sie wirklich aus Bioanbau sind, dass es viel Obst und Gemüse ist, wenig und dann aber dafür gutes Fleisch oder guter Fisch, dann machst du schon ganz, ganz viel richtig. Achtest nur noch darauf, dass du viele Ballaststoffe zu dir nimmst, dann tust du auch sehr viel für deine Darmflora. Eine gute Versorgung mit Nährstoffen und eine gesunde Darmflora sind wichtig, damit deine Schwangerschaft eintritt und bleibt. Was du sonst noch für deine Darmflora tun kannst, auch da kriegst du noch eine ganze Menge Tipps. Und das ist ein Thema, das ist riesengroß. Also Darmflora ist auch total wichtig. Außerdem gibt es noch viel zum Thema Mikronährstoffversorgung. Wenn du nämlich gut mit Mikronährstoffen versorgt bist, dann tritt eine Schwangerschaft schneller ein und eine Schwangerschaft ist dann auch gesünder, auch das Baby ist gesünder. Jetzt ist es aber so, dass wir unsere Mikronährstoffe und unsere Vitamine nicht mehr alle über die Nahrung aufnehmen können. Die Nahrung wird heute so schnell angebaut, gerade die Pflanzen, dass sie gar nicht mehr genügend Mikronährstoffe und Vitamine für uns haben. Deshalb geht kein Weg an Nahrungsergänzungsmitteln vorbei. Welche du da nimmst, und auch da sind ja nicht jede Frau oder jedes Paar gleich, da gibt es ja schon auch Unterschiede, wo ihr steht. Das können wir individuell auch in den 8 Stunden Live-Coaching besprechen. Und das ist auch so ein bisschen abhängig davon, was machst du für eine Therapie, was hast du für Vorbefunde und wie alt bist du. Also auch da ein ganz, ganz großes Modul, Mikronährstoffe, Nährstoffversorgung, Ernährung, damit du da optimal vorbereitet bist. Und der dritte Punkt ist auch ganz wichtig, such dir Unterstützung. Bleib vor allen Dingen mit deinem Partner im Gespräch. Das ist immer ganz schwierig, weil der Kinderwunsch, der macht oft stumm und diese Enttäuschungen verhärten oft die Fronten. Versucht im Gespräch zu bleiben, versucht als Paar auch weiterhin miteinander euch, ja, was heißt zu beschäftigen, aber ne, im Gespräch zu bleiben und auch zu gucken, wofür habt ihr euch früher mal zusammengefunden? Warum liebt ihr euch? Es ist ja sicher nicht nur, dass ihr euch zusammengefunden habt, weil der Kinderwunsch da ist, sondern dass man sich auch mal die anderen schönen Momente außerhalb der Kinderwunschbehandlung nochmal ins Gedächtnis ruft. Wenn mit deinem Partner das schwierig ist oder wenn er nicht so viel Zeit hat oder über das Thema nicht reden mag, dann such dir da vielleicht auch eine Freundin oder jemand, den du kennst, der ein ähnliches Problem hat. Oder komm tatsächlich ins 8-Wochen-Coaching. Zum einen kann ich dich super fachlich unterstützen. Die Gruppe im Austausch ist aber auch super. Jeder hat ja so ein bisschen die gleiche Situation. Jeder möchte schwanger werden, jeder kennt die schrägen Reaktionen der Umwelt, jeder kennt den Stress, den diese Behandlung macht. Und diese Angespanntheit von Periode zu Periode. Von daher hast du in dieser Gruppe einen wirklich geschützten Raum, wo du dich dann austauschen kannst mit Frauen, die in der gleichen Situation sind. Ich sage auch ganz bewusst Frauen. Ich weiß, Kinderwunsch ist ein Paarproblem. Wir können, wenn es gewünscht ist, tatsächlich auch eine Session mit den Männern zusammen machen. Aber ich habe auch aus meinen Kinderwunschabenden in der Praxis die Erfahrung gemacht, wenn wir uns unter Frauen austauschen, ist der Austausch offener und tiefer. Deshalb mache ich eine reine Frauengruppe. Wie gesagt, wenn es gewünscht wird, können wir auch gerne noch mal ein Männermodul dazu nehmen, das wir mit den Männern zusammen machen. Gerne, aber meistens war es dann tatsächlich so, dass die Männer so, du kommst jetzt mit. Ja, der Austausch ist ganz anders, wenn Männer in der Gruppe dabei sind. Was ich beim letzten Mal gemacht habe, das erste Mal, ist, dass ich mehrmals den Raum offen gelassen habe, gegangen bin und den Frauen die Gelegenheit gegeben habe, nochmal im Zoom-Raum miteinander sich auszutauschen. Das wurde auch gerne angenommen. Außerdem haben wir eine WhatsApp-Gruppe für jeden Kurs und auch da könnt ihr euch austauschen. Da könnt ihr Tipps austauschen, es gibt ja manchmal auch Lieferschwierigkeiten bei Medikamenten oder Preisunterschiede. Ja? Beim letzten Mal gingen dann die Adressen von den Apotheken hin und her, wo man dann die Medikamente bekam. Sowas finde ich ganz super. Oder wir hatten mal jemand dabei, der sich gut mit Schüsslersalzen auskannte. Die hat dann für uns einen Vortrag gemacht und wurde dann in der WhatsApp-Gruppe auch ständig gefragt, was hältst du davon, was mache ich dafür oder was nehme ich dagegen? Das war ganz toll. Also du hast die Gruppe,
die sich eben trägt, und du hast eben auch noch den direkten Austausch über die WhatsApp-Gruppe. Und die ganzen Gruppen sind immer noch im Kontakt zueinander. Von daher nutze auch diese Chance, um dich zu stärken und um dich auch ein bisschen, ja, für den Kinderwunsch vorzubereiten. Und du merkst da auch ganz schnell, dass du da nicht alleine bist. Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz tolle Sache zu wissen. Ich stehe nicht allein auf weiter Flur, sondern es gibt noch ganz viele, denen geht es ähnlich. Überleg dir schnell, ob du mitmachst. Der nächste Kurs beginnt schon am 4.10. und es sind nicht mehr viele Plätze da. Ich würde mich freuen, wenn ich dich unterstützen darf, dass dein letzter Versuch wirklich erfolgreich wird. Und bis dahin, schau dir einfach die Landingpage mal an. Wir verlinken das unten. Drücke ich dir alle Daumen, dass alles so läuft, wie du dir das vorstellst. Wenn du jetzt in der Zwischenzeit ohne mich schwanger bist, bin ich dir auch nicht böse, aber ich sehe dich auch gerne in meinem Kurs. Und wenn du jemanden kennst, für den das Video auch oder der Kurs auch interessant ist, dann verlinke dieses Video gerne. Lass mir ein Däumchen nach oben da und ich sage bis vielleicht zum 4.10. Alles Liebe, deine Heidi.